Nun, dieser Splitter, von dem Sie dir erzählt haben, war in eine Krone eingearbeitet, die Urberat der Dämonenmeister selbst getragen hat. Diese Krone wurde zerstört. Einige Splitter, ja, wurden nie wiedergefunden. Einige sind in die Hände der Heptarchen gefallen. Einer dieser Splitter, der Splitter der Herren der tiefschwarzen Nacht, der See, ist in die Hände von Ceran gefallen, Ceran dem Buckligen, Heptarchen in den schwarzen Wanden. Mit diesem Splitter kann man über Seeschlangen kontrollieren. Außerdem kann man die Dämonenarchen nach seinem Willen kontrollieren. Glaube ich das? Ich weiß nicht genau die Ausmaße dieser Macht. Doch es sind Mächte eines Erzdämonen da drin enthalten. Ein wahrhaft gefährliches Werkzeug. Wir sind auf dem Auftrag unterwegs, dies einzusammeln, vernichten, wenn möglich. Okay. Soll ich einen Hammer mitnehmen? Ich denke Damit nicht, ich dass es den. so einfach sein wird, diesen Splitter zu zerstören. Okay, ansonsten hätte ich einen Hammer eingepackt. Ihr könnt trotzdem einen Hammer einpacken, wenn ihr möchtet. Gut. Dann gehen wir jetzt zum Platz, wo ihr hin wollt, zur Sultana. Danke. Ja, die beiden Typen, die ich eingekauft habe, dürfen gerne im Kontor bleiben und sich ja den letzten Tag oder den ersten Tag in meinem Regime noch gut gehen lassen, indem sie sich da besaufen oder was auch immer. Alles klar. Ömer kann euch dann zur Palastinsel führen. Ihr werdet mit einem Floß übergesetzt und könnt dann, nachdem ihr dort auf der Palastinsel den Wachen erklärt habt, wo ihr hin wollt und wieso ihr berechtigt seid, zum Palast der Sultana vordringen. Ein ziemlich offenes Areal, eine sehr große Villa, durch die ihr dann geleitet werdet mit großem Garten, die wohl aber auch nur angemietet ist, in der wohnt sie nicht tatsächlich. Aber zum Zeitpunkt ist sie aktuell hier in Kunjo. Ja, ihr werdet dann vorgelassen, wie auch immer. Ömer könnte mitkommen als Diener oder so etwas. Ansonsten kann Ahmad ihn eben auch stehen lassen, wenn er möchte. Das müsstest du jetzt entscheiden. Ach, der kommt mit auf die Dämonenarche, der darf auch von mir aus nochmal die Sultana sehen, bevor er dann göttergefällig in den Tod stürzt. Also Okay. der darf gerne mit rein. Allerdings nur, wenn er sich dazu verhalten weiß, habe ich das Gefühl, dass er sich verhalten kann. Etikette. Ja, ich würde mal meinen Mund halten und probe mal Etikette, ob das auch alles so gelingt, dass ich mich wenigstens ruhig verhalte. Hast du soziale Anpassungsfähigkeit? Nein. Das sieht Ja. genauso gut aus wie ich Er hält zwar den normalerweise. Mund, aber in der Nase popeln. Genau, also so. Mehr kann ich nicht von ihm erfahren. Und ich denke mal, ja. Warum nicht? Hauptsache, er freut sich mal, die Sultana gesehen zu haben. Ja, auf alle Fälle an diesem Palast angebracht mehrere Zeichen. Das sind wohl die Zeichen der Madawasari, also so ein Mond. Und ja, du kannst dann die ehrenwerte Sultana, ehemalig zumindest, aus dem, ja, aus Aranien treffen. Sie sitzt da gerade auf einem ziemlich großen Sitzsack und unterhält sich gerade mit jemand anderem, den sie dann allerdings, nachdem du angekündigt worden bist, wegschickt und bietet dir dann den Platz an, der jetzt gerade frei geworden ist. Ja, man würde sich natürlich erstmal so in typischer thulamidischer Manier so tief vor ihr verneigen, wie man es auch damals schon bei dem Treffen mit Störrebrand gemacht hat. Und ja, ihre Titel runterraspeln, falls man die noch in Erinnerung hat. Großfürstliche Durchlaucht, ehrenwerte Sultana, Sybia al-Nabab. Großfürstliche Durchlaucht, ja. Erst schon wieder vergessen, so großwürdige Sultana, was auch immer. Meine Etikette ist nicht so gut wie die von Ömer. Im Hintergrund kannst du auf alle Fälle verschiedene Wachen sehen. Teilweise sind auch einige wohl thulamidisch vermummt und einige besitzen auch einen Zauberstab. Also alleine gelassen wird sie hier nicht. Nein. Ja, was kann ich für euch tun? Werte Sultana, ich habe eine Bitte, mit der ich heute an euch rantrete. Keine Bitte für mich selber, sondern es ist eine Bitte für das Volk von Festum. Ich weiß nicht, ob ihr bereits davon gehört habt, dass die Hungersnot in Festum plagt. Viele Menschen dort verhungern.
Doch nun, da ich hier in Kunchom eine mehr oder weniger gute Reputation habe und jetzt bin ich hier, um euch zu bitten, die Hungersnot dieser Leute zu mildern. Ich weiß, ihr habt größere Sorgen als die Leute in Festum, aber ich weiß auch, dass ihr viel Einfluss und viel Macht habt. Deswegen würde ich euch bitten, bei euren Händlern in der Umgebung ein Wort der Gnade zu walten und diese Leute, ja, um an ihrer Ehre zu appellieren, dass sie mindestens ein wenig Nahrung für die armen Hungernden Festum übrig haben. Jeden Tag sterben dort Menschen. Mir ist durchaus geläufig, dass Festum leidet, aber wir können daraus wenig ziehen. Es gibt nichts, wie wir ihnen helfen können. Die blutige See dominiert zurzeit und sämtliche Handelsschiffe, die wir in den letzten Tagen losgeschickt haben, beziehungsweise in den letzten Wochen oder Monaten, sind entweder verschwunden oder mussten die Expedition abbrechen. Ehrenwerte Zudem Sultana, ich kann euch versichern. Entschuldigung. unterbrecht mich nicht. Natürlich nicht. Zudem habe ich einen eigenen Krieg, den ich in Zorgan kämpfen muss. Ich glaube, ihr wisst um die Beschaffenheit von Aranien bzw. dem gesplitterten Reich Oron. Denn ganz in dieser Nähe von Kunchum muss ich mich darum bemühen, dass meine zwei Kinder sich nun ja zusammenreißen, wenn ich das so sagen kann. Ich kann mich nicht um entfernte Gebiete kümmern, die ich mit den Madasbasari zwar anfahren lasse, aber Störrebrand hat sich wohl Festum verschrieben, da er von dort kommt. Und nun ja, ich komme aus Aranien, habe mich jetzt hierhin zurückgezogen und das tat ich nun auch nicht, weil es mir Spaß macht, sondern weil mir nichts anderes übrig blieb. Ehrenwerte Sultana, es ist mir bewusst, dass Oron und Aranien gespalten sind. Doch Aranien ist reich an Naturalien. Viele Felder voller Weizen, viele Felder voller Reis, viel Essen, was man dort gewinnen kann. Es ist nicht das Problem des Reiches, dass es um die Nahrung geht, sondern das Problem der Gespaltenheit eurer Kinder. Das Essen ist hier kein Problem. Die Männer und Frauen dort oben hungern, ohne dass es Feinde gibt, die sie zu bekämpfen haben. Wenn man diesen Hunger nehmen kann, dann werden sie ihren Befreiern in Aranien dankbar sein und vielleicht zur Unterstützung eilen. Dies kann ich allerdings nicht versprechen. Jeder Tag, den Menschen dort oben sterben, kein guter Tag. Eure Absichten mögen edel sein, aber ich kann euch nicht helfen. Ja, das mag richtig sein, dass unser Land damals die Kornkammer des Landes war, beziehungsweise von nicht nur Kunchum, den Thulamitenreichen, meinetwegen auch Festum, sondern vom ganz Aventurien. Nun allerdings ist das Reich gesplittert und mir fehlt die Hälfte aller Felder. Gareth giert nach Essen, das Horasreich. Es fehlt überall an Nahrung, überall. Nicht nur in Festum. Und das, was mir noch übrig geblieben ist, kann ich nicht einfach so verteilen oder verschenken oder anderen zur Verfügung stellen. Das Ende ist Land ist ein im Krieg, Gefallen. auch wenn Borberat vernichtet ist und die Ländereien unter seinen Verbliebenen aufgeteilt worden sind. Ich kann nicht einfach so Essen von dem einen Ort zum anderen schicken. Das ist mir nicht mehr möglich, so gern ich es auch wollte, Er auch wenn sagte wir doch mächtig bereits, sind. schicktet bereits verschiedene Schiffe nach Festum. Heißt, ein Handelsweg ist für euch immer noch nicht erschlossen. Ich bin mir sicher, sie geben gerne ihr Geld für die Nahrung, die ihr ihnen schicken würdet. Ich bin nur hier als armer, unwürdiger Unterhändler, der versucht, Frieden nach Festum zu bringen und eure Goldkammern zu füllen. Bin mir sicher, sie haben genügend Geld für das Essen zu bezahlen, vielleicht sogar den doppelten Preis. Doch sie verhungern. Und ihr wollt, dass ich jetzt Nahrung aus den Kontoren hier euch zur Verfügung stelle? Wie ihr bereits sagtet, hattet ihr bereits einige Expeditionen selbst durch die blutige See geschickt. Dieses Mal werden sich die Helden von Kunchom dieser Aufgabe anmaßen. Ich bin mir sicher, dass es gelingen wird und wir werden euch das Geld zurückbringen. Also gut, das Wenige, was wir aktuell gelagert haben, können wir euch mitgeben, wenn ihr sagt, wenn ihr dafür bürgt, dass ihr es nach Festum schafft.
Damit schwöre ich in meinem Namen. Dann werde ich auch euch ein kleines Geschenk überreichen. Ich habe gar kein Gastgeschenk diesmal mitgebracht. Fällt mir gerade so auf. Ich guck mal kurz immer an, so als würde er jetzt schnell irgendwas aus dem Hut zaubern können. Natürlich, hoher Herr. Und aus seiner Hose kribbelt er hervor einen Barren Maraskanstahl. Maraskanstahl! Sehr selten im Moment. Und reicht Ahmad diesen Stahl an. Also gut. Sie betrachtet ihn, legt ihn beiseite. Ihr werdet weitere, oder ihr werdet 20 Tonnen bekommen. Vielen Dank. Ja, man schaut sich mit den Maraskanstahl in den Händen an, guckt nochmal zu Ömer. Nicht hilfreich! Und steckt den Maraskanstahl dann ein. Hey, das ist doch das Gastgeschenk. Achso, dann gebe ich ihn, wenn sie den haben will. Ja, also hast du jetzt gerade mit Ohr. Hat sie zur Seite gelegt, alles klar. Dann bekommt ihr weitere 20 Tonnen und die müsstet ihr natürlich wieder transportieren, soll geschenkt sein. Ein weiterer Tag, den ihr Festum versorgen könnt. Gut. Wie geht's weiter mit den anderen? Ja, das macht Buchhaltung. Oder lieber. Aber mir wollte noch, glaube ich, in die Akademie. Ich wollte in der Akademie nochmal mich umhorchen, in der Bibliothek. Wie viel Zeit haben wir? Einen Tag? Ich glaube, du hast einen halben, wenn überhaupt. Dann den halben Tag in der Bibliothek verbringen, auf der Suche grundsätzlich Thematik Xeran, also Stichworte, Dämoniden. Ja. Wie man sich am besten bekämpft, etc. Ja, Xeran ist in der Nähe der Trollzacken aufgewachsen. Sein ehemaliger Zaubermeister Precolto ist der Inquisition bekannt, wurde gejagt, wurde hingerichtet. Xeran wurde dann als junger Schüler einer anderen Akademie unterstellt. Und zwar wurde er nach Romulus gebracht. Da hat es wohl verschiedene Experimente gegeben. Wurde da dann ausgewiesen. Es gab verschiedene andere Dinge, die dann dazu führten, dass er beim Experiment verkrüppelte und seine Wirbelsäule sich drehte, weshalb er diesen Buckel trägt. Er hat verschiedene Lektüren gelesen, die aus dem Verbleib seines ehemaligen Meisters stammen, unter anderem Borbrats Testament und den Codex Demonis. Also das sind Bücher, die verboten sind, die geachtet bzw. geahndet sind. Borbrats Testament war noch gar nicht so verboten, als Borbrat noch nicht wieder da war, aber ja, es ist jetzt auf alle Fälle, jetzt nach Borbrat ist es auf alle Fälle verboten. Hat sich dann irgendwann, nachdem er verschwunden ist, gab wohl verschiedene Vorfälle, unter anderem auch in Wahrung, da ist wohl irgendwas mit einer Pflanze mal gewesen, dann sind ein paar Kinder verschwunden, er ist irgendwo überall aufgetaucht, hat dann wohl auch mit einem illusionären Rondra-Bild die Amazonenkönigin Hippolyta von Kurkum gestürzt. Und ja, dann war er irgendwann unter der Seite von Borbrat bei ihm. Niemand weiß genau warum. Und die unbesiegbare Legion von Jakmonit würdest du dann auch hier kurz beschrieben kennenlernen. Genaues weiß man darüber nicht. Das sind wohl die verschwundenen Kinder. Die hat er jetzt hier mit einem Dämon verschmolzen. Man vermutet, es ist wohl eine Zantenkreatur, die in diesem Kind schläft, schlummert. Aber wie genau das da alles ablief, ist es sehr, sehr verschwommen, weil nicht viele Gerüchte aus den Schwarzen Landen kommen. Gibt es Mittel und Wege, diese Dämoniden zu entschwören oder diese Trennung wieder rückgängig zu machen? Das ist eine Entschwörung. Ein Pentagramm. Eine ganz normale. Ein Pentagramm mit einem höchstwahrscheinlich Zand. Wenn es kein Zand ist, dann könnte es sich vielleicht das Leben kosten, aber man vermutet wohl, dass es sehr zantig sein könnte. Mit der Säure, mit den Klauen, mit der Regeneration, das wird wohl einer sein. Gut, dann würde ich immer gibt es Beschwörungszeichen Zand nachschlagen mal, wie sie einprägen vielleicht für den Pentagramma. Da muss man ja ein bestimmtes Ritual entwickeln, Pentagramm aufzeichnen mit dem entsprechenden Tarot-Herrschern, Dämonenzeichen etc. pp. Ja, wahre Namen, aber die werden was kosten.
Reicht es nicht? Morende so. Reicht es nicht, das Zeichen des Erzdämons in dem Fall in das Pentagramm einzufügen? Als allgemeine Thesis? Ja, ist wahrscheinlich nicht so wirksam, aber. Für einen generellen Pentagrammer würde das vielleicht funktionieren, aber da kommst du keine Erleichterung bei. Okay. Alles klar. Also da brauchst du dann wirklich einen wahren Namen. Mhm. Entweder für die Legion oder für den Zahn. Alles klar. Jo. Eltern. Ja, da will mir noch was geht, was für den anderen geht. Nö, ich gehe beten. Beten, Praios. Vor unserer großen Schlacht. Ja, natürlich. Hab ja keine Perfekt. Keras, noch irgendwas? Ich glaube, der will aufbrechen. Ja, nochmal Besuch im Raya-Tempel ansonsten. Nichts weiter. Gut, dann könnt ihr den Reis verladen. Jalan, wolltest du noch was? Ich wollte noch maraskanische Bauern organisieren. Maraskanische Bauern. Willst du dir den Helmenport abliefern oder? Ja. Auf dem Hinweg. Auf dem Hinweg. Ist okay. Ja nicht weit. Ja, werde ich jetzt nicht ausspielen. Du wirst auf alle Fälle. Ich werde wahrscheinlich im Astuzeug finden. Ja, genau. Wirst du dann auf alle Fälle bekommen im Maraskana-Viertel. Wie viele Bauern wirst du mitnehmen? Wie viele lassen sich denn überzeugen? Wie viele willst du mitnehmen? 30? 50? Alle. Alle. Also wenn du von Helmenport berichtest und dass es ein weißer Fleck auf Maraskan ist, den sie dann bewirtschaften können, dann werden sie mitkommen. Ja. Ich würde allerdings jedem dieser Bauern erklären, was für eine Gefahr damit für sie verbunden ist. Also Maraskaner. Hafak ist auch nicht gefährlicher als der Dschungel. Also ist doch, ne? Hatten wir nicht jetzt zwei neue Geschütze, die wir auch nach Helmenport bringen können? Mhm. Also ich nehme jeden, der Meinung ist, er könnte da ein Stück Land bewirtschaften alleine. Also im Maraskaner Viertel selber sind viele Veteranen, was heißt Veteranen, viele Alte und viele Junge. Diejenigen, die noch kämpfen können, die sind wohl noch in Maraskan geblieben oder haben sich dann irgendwann Sinoda angeschlossen oder irgendwelchen Piraten. Aber Bauern in älterem oder im jüngeren Alter wirst du da bekommen. Die können aber nicht kämpfen. Nee, wir haben ja Leute da, die kämpfen können. Mhm. Ich brauche tatsächlich Zivilisten, ausnahmsweise mal. Okay. Und damit möchtet ihr aufbrechen? Eine Sache fällt mir noch ein gerade, die ich noch gemacht haben wollte. Ich hatte ja erwähnt, ich wollte Briefe schreiben. Und die werde ich später ins Forum setzen. Ich möchte nach Hause schreiben, dass es eventuell möglich ist, durch Helmenport in Maraskan jetzt Geschäfte zu machen. Mhm, sehr gut. Und ja, zusätzlich dazu füge ich natürlich einen Bericht an mit dem, was bis jetzt passiert ist. Nicht alles so genau ausgeschmückt, also ich erwähne keine bösartigen Worte, wie zum Beispiel Dämonenarche. An die Familie Aber zumindest, Karin. Genau, an Familie Karinor und sie sitzt im Rat, sie wird dann wissen, was sie weitergibt und so weiter. Okay. Und ich gebe auch das, was ich jetzt über diesen Admiral im Friedhof der Seeschlangen erfahren habe, in dem Brief, das gebe ich auch weiter, dass der Pirat dort sitzt. Das könnte dem Großadmiralissimo gefallen. Okay. Wrack. Genau, die geheimen Informationen aus den KGA-Briefen werden weitergeschleust. Und damit brecht ihr auf. Die Voyagerin, schwer beladen, zusätzlich ein weiteres Schiff, was ihr angemietet habt, könnt ihr die Gezeitenspinne in den sumpfigen Delta des Manadi aufsuchen. Die Waren werden verladen. Neu dabei 100 Söldner, die ihr bei der Chorschrein aufgelesen habt, im Chortempel. Den neuen Seefahrer Ömer, der jetzt die Administration in der Kombüse übernehmen wird. Mit da keine Salzstreuer mehr. Mit offenem Mund vor dem Schiff steht und das Ganze bestaunt, weil es so grotesk wirkt und gar nicht wie ein Schiff aussieht, sondern ja auf seinen Stelzen wahrscheinlich eher wie ein Monster in den Sümpfen. Genau das.
Kabel mir. Beschreib doch einmal die Gezeitenspinne. Die Gezeitenspinne ist ein riesiges Monstrum, etwa 80 Schritt lang, etwas über 80 Schritt lang, bewegt sich auf 6 unförmigen Beinen, einer Spinne gleich, 8 Spinnenbeine. Das oberste Deck befindet sich etwa 20 Schritt über der Wasseroberfläche. 4 riesige Hörner ragen aus dem Oberdeck heraus. Ein, ja, was ist das? Ein Schlangenkopf? Ein Seeschlangenkopf ragt aus der Seite hinaus, windet sich in unsäglichen Qualen aus der Seite dieses Schiffes, als ob er in Todesqualen leidet. Die Luft ist erfüllt von miasmatischen Gerüchen nach Schwefel, verrottem Wasser, toten Fischen. Ömer glaubt, dies ist der erste Schritt in die Niederhöllen, wenn er dieses Schiff betritt. Knarren sind um dich herum. Bewegende Wände, Schaben, Asseln, Käfer, die hier entlang lamentieren, auf Straßen, Harz transportieren. Ja, aus Reflex wird man anfangen, die Käfer platt zu treten, bis einer vielleicht darauf hinweist, dass man das nicht tun soll. Ömer, das sollte man übrigens nicht tun. Okay, ich dachte, das ist Ungeziefer. Ist es auch. Allerdings hält es diese Arche hier im Stand. Oh. Das Ding ist wirklich das Tor, die da hüllen, oder? Nein, es gibt einen Raum hier, der genau dies von sich behauptet. Aber wir sind auf jeden Fall nicht mehr weit von entfernt. Warum sollst du ab jetzt sehr genau darauf aufpassen, dass du keinem der Erzdämonen verfällst? Immer nickt. Mit der linken Hand zieht er ein Dreieck und preist nochmal innerlich fix.